Ich wünsche euch einen ganz schönen guten Morgen und ich freue mich, dass ihr heute alle hier seid in der City Church. Ich finde es so toll, euch hier zu sehen und ich freue mich auch, dass wir auch bestimmt wieder ganz viele Zuschauer online haben. Es ist so ein Privileg, dass wir hier sein können. So viele Einrichtungen sind gerade geschlossen, Menschen dürfen sich nicht treffen, aber wir dürfen weiterhin hier uns treffen und Gott die Ehre geben. Und das ist so ein Geschenk. Und ja, ich darf euch heute durch den Lobpreis und durch den ganzen Gottesdienst führen. Ich bin Veronika Griesel und ja, ich möchte euch einladen, aufzustehen. Wir werden jetzt eine Zeit des Lobpreises haben. Während dem Lobpreis bitte ich euch, die Masken aufzusetzen. Und lasst uns Gott die Ehre geben. Dafür sind wir hier. Wisst ihr, was Gott in seinem Wort sagt? Er sagt, ich wohne im Lobpreis meines Volkes. Und wenn wir uns entscheiden, nicht nur mit unseren Lippen ihn zu ehren, sondern wirklich unser Herz ihm hinzulegen, ich glaube, da können Dinge geschehen, die wir uns nicht vorstellen können. Wenn ich mir das Leben von Jesus anschaue und sehe, da wo er war, da hat sich alles verändert. Da wurden Perspektiven auf einmal geschaffen. Da wurden Krankheiten weggewischt. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Ich will dich einladen dazu, dass du dich dazu entscheidest, ihn anzubeten. Unabhängig davon, wie du dich gerade fühlst, was dich gerade nervt, stört oder was auch immer. Sondern, dass du ihm allein die Ehre gibst. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt. Bete den König an. Sing mir niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Ein neuer Tag, ein neuer Tag und ein neuer Morgen und wieder bringt mein Lob, was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen mag. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele. Bete den König an, sing mir niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Du liebst so sehr, du liebst so sehr und vergibst. Geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Seele dich wahr.
preise. 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit dann gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in Jesus, danke, dass wir dich anbeten dürfen, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen in deine Gegenwart, Herr. Ich danke dir, dass wir von dir frei gekauft worden sind, dass du uns Schuld vergeben lassen hast, Herr, und dass das uns dazu befähigt, in deine Gegenwart kommen zu dürfen. Jesus, es ist ein Vorrecht für uns, Herr, vor dir stehen zu dürfen, dich anbeten zu dürfen, Herr. Herr, du sprichst uns zu. Gib mir, mein Kind, dein Herz. Gib mir, mein Kind, dein Herz. Weil du dieses Herz, das menschliche Herz, herstellen möchtest, weil du uns wieder erneuern möchtest. Ja. Und so bringen wir dir auch dieses nächste Lied vor dich, Jesus. Hier ist unser Herz. Mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen steh ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir steh ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. So.
was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen steh ich hier. Ich lasse los, du bist in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir steh ich auf festem Grund, mein Anker. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Ich geb mich ganz hin. Hilf mir bitte. Ich geb mich ganz hin. Ich geb mich ganz hin.
mich ganz hin. Ich geb mich ganz hin. Ich will euch einladen, euch ganz hinzugeben. Ich will euch einladen zu einer Zeit, wo wir in diesem Thronsaal Gottes, wo wir ihn jetzt gerade bestürmen, mit dem, was uns auch auf dem Herzen liegt. Weil Gott will nicht nur unser Herz und unsere Anbetung, er will auch unsere Bitten. Er will das, was uns beschäftigt. Er will das, was uns Not macht. Er will es uns abnehmen. Und wir nehmen uns jetzt einige Zeit, vielleicht 15 bis 20 Sekunden, wo du Zeit hast vor diesem wunderbaren Gott, der sich auch als Vater offenbart, unser Anliegen kundzutun. Sei es Menschen, die krank sind, sei es Menschen, die gerade in Herausforderungen stehen, Menschen in deinem Bekanntenkreis, vielleicht deine Eltern, vielleicht deine Kinder, ich weiß es nicht, vielleicht dein Ehemann oder Ehefrau. Bring ihm diese Situation, er will sie dir jetzt abnehmen. Ich geb mich ganz hin. 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 Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du bist heilig. Heilig, du bist heilig, mein Es ist so gut, in deiner Gegenwart zu sein. Es ist so gut, einem Gott begegnen zu dürfen, der einen annimmt, ohne Wenn und Aber. Ohne, das musst du aber vorher erstmal erledigen und machen und tun. Sondern wie Kinder zu einem guten Vater dürfen wir zu dir kommen. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk, Gott. Herr, segne du uns bitte. Segne du uns, Jesus. Fülle du uns, stärke du uns durch deinen Geist. Wir brauchen dich, Jesus. Jeden Tag mehr, Jesus. Amen.
Vielen Dank, Daniel. Ja, wir haben gesungen, 10.000 Gründe gibt es zu mir dafür, dich zu loben, dich zu preisen. Und ich möchte dich jetzt fragen, welche Gründe hast du, Gott zu loben? Hast du Gründe? Oder ist Gott für dich eigentlich vielleicht gar nicht so relevant? Wir haben letzte Woche begonnen mit unserer neuen Predigtserie Argumente für den Glauben. Und Jan hat uns einiges schon erzählt, hat verschiedene Positionen gezeigt, wo wir stehen können und was uns dann helfen kann, uns mit Gott zu beschäftigen. Und heute geht es weiter in der Serie. Per wird heute für uns predigen. Und ich bin sehr gespannt, welche Argumente du uns heute geben wirst, was dich bewegt, dich mit dem Glauben zu beschäftigen. Und was für euch dabei ist, warum ihr euch mit dem Glauben, mit Gott beschäftigen solltet. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass du uns so viele Gründe gibst, an dich zu glauben. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt Per segnest, dass er das weitergibt, was du heute möchtest, dass wir von dir hören. Amen. Amen. Ja, es ist mir eine Freude und Ehre, mal wieder hier vorne stehen zu dürfen und den zweiten Teil, ich glaube, jetzt stabilisiert sich hier die Lage, zu der Serie Argumente für den Glauben heute liefern zu dürfen. Und Jan hat schon gestern, ja? Okay, perfekt. Und Jan hat letzte Woche, wie wir schon gerade gehört haben, angefangen mit dem ersten Teil. Ja, warum glauben wir, warum ist es wichtig, sich mit Argumenten für den Glauben zu beschäftigen? Und ich glaube, eine Antwort hat Jan letzte Woche auch schon genannt, nämlich es stabilisiert unseren eigenen Glauben, indem wir reflektieren, warum wir eigentlich glauben, uns damit auseinandersetzen, vielleicht sogar mal etwas kritisch sind, dafür, dass zu einer größeren Tiefe in unserem eigenen Glaubensleben, denn wir sind uns bewusst und gewiss, dass das, was wir glauben, auch das Richtige ist. Und einen anderen Aspekt lesen wir in 1. Petrus 3, 15 und 16. Dort heißt es, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Ja, Petrus fordert uns hier auf, dass wenn Menschen uns fragen, was glaubst du, dass wir ihnen dann antworten können, dass wir bereit sind, diese Gelegenheiten wahrzunehmen, die gute Botschaft einfach weiterzusagen. Und ich muss gestehen, in meinem Leben habe ich gerne in der Vergangenheit immer so einen Bogen um solche Gelegenheiten gemacht, die gerne nicht wahrgenommen. Warum? Einerseits, weil ich ein harmonieorientierter Mensch bin und mich manches Mal einfach etwas gefürchtet habe, was natürlich nicht gut ist. Und zum anderen aber auch, weil ich das Gefühl hatte, dass so mein Argumentationsköcher, ne, wie beim Bogenschützen, der war irgendwie leer. Wo fange ich denn eigentlich an und wo höre ich auf? Und so war ich einfach unvorbereitet und etwas furchtsam und habe leider dadurch so manche Gelegenheit verpatzt in meinem Leben. Von daher ist es gut, dass wir uns mit Argumenten für den Glauben auseinandersetzen, damit es uns Stabilität in unserem Glaubensleben gibt, aber damit wir auch, wenn wir Gelegenheiten haben, diese dann auch wahrnehmen können. Und ich möchte jetzt nochmal auf diesen zweiten Vers eingehen. Begegnet ihn freundlich und mit Respekt. Ja, warum steht denn das da? Ist das nun so der allgemeine Anstand, der da geboten ist, damit man da nicht ausfallen wird oder so oder den anderen beschimpft, wenn er nicht gleich die Position sofort übernimmt? Ich glaube, dass es hier um viel mehr geht. Freundlichkeit und Anstand sind immer gut. Aber ich habe in einem Buch vor kurzer Zeit einen meiner Meinung nach sehr weisen Spruch gelesen. Und dort meinte jemand, kein Christ übrigens, dass man in einer Diskussion überhaupt nur dann die Möglichkeit hat, sein Gegenüber von der eigenen Position zu überzeugen, wenn man vorher sein Herz gewonnen hat. Kein Christ. Und ich dachte, wow, da ist, glaube ich, echt was Wahres dran. Denn wenn wir nur auf der Verstandesebene argumentieren und eine Sache nach der anderen bringen, versuchen, unser Gegenüber förmlich schachmatt zu setzen, in die Ecke zu drängen und dann zu sagen, so, hier sind die ganzen Fakten, du hast keine Chance mehr, dann mag er uns vielleicht sogar innerlich zustimmen. Aber weil er sich in die Ecke gedrängt fühlt, nicht emotional abgeholt fühlt, kann es sein, dass er widerspricht und das einfach nicht akzeptieren will. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, freundlich und mit Respekt oder respektvoll die Leute zu behandeln, um eine Diskussions- oder Kommunikationsplattform zu schaffen.
Ich muss doch erstmal wissen, wo der andere steht. Ich muss ihn abholen. Ich kann nicht einfach drauf los und in irgendeine Richtung, die ihm vielleicht überhaupt nichts zu sagen hat. Und ich finde es bemerkenswert, wenn man sich Paulus anschaut in der Apostelgeschichte, sind einige Predigten von ihm überliefert. Paulus ging gerne in Synagogen. Er ist erstmal zu den Juden gegangen und hat ihnen das Evangelium erklärt. Und wenn man sich diese Predigten durchliest, dann fängt er meist mit einer unglaublich langen Litanei an über die Anfänge der Juden und die ganze jüdische Geschichte und Abraham und die Wegführung und was nicht alles. Und dann am Ende kommt er dann irgendwann dazu, das Evangelium zu erklären, was dann eher einen kleineren Prozentsatz ausmacht. Und ich habe mich früher mal gefragt, wieso macht er das? Das kennen die doch alle schon, das brauchen die doch nicht mehr. Ja genau, deswegen macht das ja. Er holt sie ab. Er zeigt ihnen, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, wir haben einen gemeinsamen Glauben, eine gemeinsame Geschichte, wir haben ein gemeinsames kulturelles Verständnis. Aber jetzt nehme ich euch einen Schritt weiter und stelle euch das vor, was ihr noch nicht kennt, nämlich das Evangelium Jesu Christi. Und das ist genial, das ist absolut genial. Ja, Argumente für den Glauben sind die Kernfrage der sogenannten Apologetik. Oh nein, schon wieder ein Fremdwort. Apologetik kommt aus dem Griechischen, bedeutet Rechtfertigung oder Verteidigung und meint die Rechtfertigung der Weltanschauung. Das muss gar keine christliche sein. Und es gibt nach Wikipedia drei unterschiedliche Argumentationsarten, auf der man seine Weltanschauung verteidigen kann. Zum einen ist dort die evidenzbasierte, die wissenschaftliche Methode. Dann haben wir die philosophische, die eher auf Vernunft und Logik abzielt. Und die erfahrungsbasierte, die persönliche Methode. Und ich möchte jetzt in den verbleibenden circa 25 bis 30 Minuten meine Argumente für den Glauben auf genau diese drei Arten und Weisen darlegen. Das ist keine vollständige Abhandlung, man kann dieses Thema nicht in 25 Minuten abhandeln. Es gibt viel mehr Argumente und Gründe, aber es soll zumindest ein kurzer Abriss sein von dem, was mir wichtig ist. Inspirationsquellen zusätzlich möchte ich auch angeben, waren mir dabei unter anderem auch Ravi Zacharias, Vince Vitelli und C.S. Lewis. Also falls ihr euch vertiefen möchtet mit dem Thema und auch gerade wer der englischen Sprache mächtig ist, ist dort sehr gut aufgehoben. Okay, starten wir mit der evidenzbasierten Methode, dem wissenschaftlichen Ansatz. Kann man Gott wissenschaftlich beweisen? Ich mache es ganz kurz, nein. Ich möchte da gar nicht lange rumdiskutieren oder so. Warum? Weil Gott Geist ist. Und Gott nicht den Naturgesetzen, nicht Raum und Zeit oder unserer irdischen Begrenzung unterworfen ist. Mit den Methoden der Wissenschaft können wir die Naturgesetze erforschen. Wir können die Medizin weiterentwickeln und vieles mehr. Aber wir sind begrenzt auf Beobachtungen von sich wiederholenden Ereignissen, um zu sagen, das ist immer genau gleich. Und gerade im Zwischenmenschlichen, selbst ein Mensch, der reagiert nicht immer gleich, da wird es schon schwierig. Ne? Wenn ich das mache, dann wird er genau das machen und beim nächsten Mal ist es dann doch wieder anders. Und deswegen, man kann Gott nicht beweisen, weil Gott außerhalb unserer Dimension ist. Auch wenn er unsere Dimension hineinreicht. Aber man kann ihn nicht greifen aufgrund seines Geistwesens. Das ist aber natürlich gleichermaßen gültig für Gottes Nicht-Existenz. Denn wie, wenn ich ihn nicht beweisen kann, wie will ich denn beweisen, dass er nicht existiert? Ich müsste ja förmlich das ganze Universum absuchen, zu jedem Ort am besten zur gleichen Zeit da sein, dann in die andere Dimension hineinreichen, zu sagen, nee, er ist definitiv in allen Dimensionen, an jedem Ende des Erdes oder des Weltalls nicht gewesen. Von daher ist der Atheismus auch keine Wissenschaft, sondern schlussendlich auch einfach nur eine Entscheidung zu glauben an das Nichts. Ja, da wir aber als Christen ja nun glauben, dass Gott existiert, und dass er sogar in Beziehung mit uns treten möchte, ist es doch irgendwie naheliegend, dass Gott sich quasi nachweisbar machen lässt und erfahrbar machen lässt. Und hierzu lesen wir Römer 1, 18 bis 20. Dort heißt es, denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also kurz zusammengefasst bedeutet dieser Text, dass Gott zornig ist, weil die Menschen ihn erkennen können,
aber nicht erkennen wollen, sich bewusst entscheiden, es nicht zu tun. Und was er hier sagt, worin wird Gott denn gesehen? Seine Kraft, seine Göttlichkeit und sogar sein unsichtbares Wesen werden gesehen in dem Gemachten seit Erschaffung der Welt, das heißt in der Natur. Das heißt, in der Schöpfung sehen wir Gottes Wesen, seine Göttlichkeit, seine Kreativität, seine Vielfältigkeit, seine Komplexität reflektiert. Es ist wie Licht, das reflektiert wird. Und man kann darauf kommen, das kann nur ein Gott gemacht werden. Und ich glaube, dass die Menschen in früheren Jahrhunderten es da ein bisschen einfacher als wir hatten, zugegebenermaßen. Denn wir sind mit unserer Wissenschaft mittlerweile so weit, dass wir so viele Dinge erklären können. So viele Zusammenhänge biologisch, chemisch, physikalisch erklären können, dass wir versuchen, alles zu erklären ohne Gott. Und ich glaube, ohne jetzt in irgendwelche Theorien einsteigen zu wollen, denke ich trotzdem, dass es für mich auch einen wissenschaftlichen Ansatz gibt, was vielleicht kein Beweis, aber zumindest eine Nahelegung ist, dass Gott wirklich der Schöpfer ist. Und das finden wir in dem Prinzip der Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit oder die Stochastik ist ein mathematisches Teilgebiet und keine Sorge, ich werde es nicht kompliziert machen und beschreibt mit welcher Wahrscheinlichkeit oder praktisch wie das Verhältnis von dem Eintreten eines Ereignisses zu der Anzahl des Nicht-Eintretens. Jetzt habe ich mich, glaube ich, sehr umständlich ausgedrückt, aber ich wollte nicht die Wahrscheinlichkeit mit Wahrscheinlichkeit erklären, das wäre irgendwie auch in sich unlogisch. Aber ein klassisches Beispiel dafür ist der Würfel. Ein Würfel hat 6 Seiten, 6 Zahlen und wenn ich einmal würfle, dann kann jede beliebige Zahl mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:6 drankommen. Und ein modernes Glücksspiel, was ja sehr populär ist, weil man versucht, irgendwie den großen Hauptgewinn abzusahnen, ist das Lotto. Und Lotto hat eine Wahrscheinlichkeit von 1:140 Millionen. Das heißt, wenn ich 140 Millionen Mal spiele, dann habe ich statistisch gesehen einmal die Chance abzuräumen. Das heißt, wenn unsere gesamte Bevölkerung 2-mal spielt, dann gewinnt einer, ne, 80 Millionen. So, um das ins Verhältnis zu setzen. Genau. In meinen Recherchen für diese Predigt bin ich über 2 amerikanische Wissenschaftler gestolpert von der University of Chicago mit Namen Sean Carroll und eine Frau war auch dabei, Jennifer Chen. Und die haben berechnet die Wahrscheinlichkeit des Urknalls. Und ich möchte gar nicht darüber diskutieren, hat der Urknall stattgefunden, hat er nicht, ja, nein, glaube ich daran. Das ist für diese Diskussion völlig unerheblich. Und die Wahrscheinlichkeit, auf die sie gekommen sind, ist 1:10 hoch 56. Das heißt, das ist nicht 1:56, sondern das ist eine Zahl mit 56 Nullen hintereinander. Und wenn man das jetzt nochmal ins Verhältnis setzt, dann ist es wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen, ist es 1 Milliarde wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen, als so einen Urknall irgendwie zu erleben. Und wenn man das zusammenzählt, und da sind wir ja noch nicht dabei, dass Menschen existieren, dass Tiere, Pflanzen und so weiter, diese ganze Vielfalt, dann reiht sich diese Unwahrscheinlichkeit an Unwahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit hintereinander an. Und ich sage, wenn etwas so unwahrscheinlich ist, dass es gegen Null konvergiert, dann müsste eigentlich Zeit gegen unendlich konvergieren, aber eigentlich auch in der Bestehen der Erde ist Zeit auch begrenzt. Und ich kann eigentlich nicht umhin, als zu sagen, wenn es so unwahrscheinlich ist, dass es eigentlich nicht sein kann, kann es nicht sein, dass jemand, der intelligent ist, dieses Ereignis bewusst herbeigeführt hat, sei es durch einen Urknall oder wie auch immer. Und das ist für mich einfach naheliegend. Das heißt, da, wo wir uns mit diesen Sachen beschäftigen, zu sagen, wow, es ist doch eigentlich wahrscheinlicher, dass jemand da bewusst eingegriffen hat. Aber zugegebenermaßen ist diese Form der Diskussion für mich die schwächste Form. Warum? A, ich kenne mich mit diesen anderen Theorien viel zu wenig aus, um da irgendwo Kontra zu bieten. Und B, diese Diskussion hat für die Probleme der Menschen häufig ganz, ganz, ganz wenig Relevanz für ihren Alltag. Das führt mich zu dem zweiten Aspekt. Ach, da habe ich es nochmal, wie Urknall genau und so weiter. Zu dem philosophischen Ansatz. Ich möchte, dass wir uns vorstellen, einmal annehmen, Gott existiert nicht. Dann wäre für mich die logische Konsequenz aus dieser Tatsache der Nihilismus. Nächstes Fremdwort, ich entschuldige mich. Was ist der Nihilismus? Der Nihilismus war eine philosophische Strömung am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts
mit bedeutenden Vertretern wie Friedrich Nietzsche oder Martin Heidegger. Und interessant ist, was der Nihilismus ablehnt. Er lehnt unter anderem ab den Sinn des Lebens und der Weltgeschichte. Er lehnt ab die Existenz übernatürlicher Wesen und auch die moralische Verbindlichkeit, also praktisch einen absoluten Moralkodex, ein absolutes Richtig und Falsch, Gut und Böse. Und wie ist die Logik dahinter? Die Logik ist sehr, sehr einfach. Wenn es keinen Gott gibt, dann ist, wie gesagt, alles aus Zufall entstanden. Wenn alles aus Zufall entstanden ist, ist nichts von dem, was wir sehen, mit einem Zweck, mit einem Sinn gemacht worden. Das heißt, die Welt ist ohne Zweck, ich bin ohne Zweck, ohne Sinn, weil ich bin ja nur zufällig entstanden. Und weil es eben alles aus Zufall entstanden ist, weil es keinen Gott gibt, gibt es auch keinen Wertemaßstab. Wir sind irgendwie nur hier und ja, es kommt jetzt darauf an, was wir damit machen. Das ist der Nihilismus. Ja, wer eben nicht an Gott glaubt und im Prinzip dieser Konsequenz folgt, der muss sich seinen Sinn selber suchen. Ich glaube, dass jeder Mensch eigentlich in seinem Inneren nach Sinn sucht. Er möchte irgendwas Sinnvolles tun, er möchte irgendwas, ich will gar nicht so weit gehen zu sagen, etwas Bedeutendes, aber er möchte sein Leben irgendwie sinnvoll gestalten. Und ich glaube, dass die meisten Menschen ihren Sinn darin suchen, einfach glücklich zu sein. Das heißt, da wo ich glücklich bin, da ist das Leben gut, da bin ich zufrieden. Und sie unterstellen diesem Ziel dann praktisch alles in ihrem Leben und suchen ihr Glück in Beziehungen, in Freizeitaktivitäten, in Arbeit, vielleicht sogar mit einer sozialen Arbeit, mit irgendwie so einem sozialen Aspekt, anderen zu helfen. Und all diese Dinge, ich möchte das jetzt gar nicht als Sünde deuten, ganz im Gegenteil, das ist ja erstmal gut und richtig. Das Problem ist eigentlich nur da, wo ich das zum obersten Ziel erhebe, glücklich zu sein, wo das mein Sinn des Lebens ist, da habe ich einfach mehrere Probleme. Das erste Problem ist, dass sich daraus ergibt, dass ich stark von meinen Umständen abhängig bin. Immer dann, wenn ich das bekomme und erlebe, was ich gerne hätte, dann bin ich glücklich. Da, wo ich es nicht erlebe, bin ich unglücklich. Die zweite Konsequenz ist die Sinnlosigkeit des Leids, das verbleibt. Weil es ist ja alles zufällig und hat keinen Sinn und keinen Zweck. Das heißt, wenn ich mir das Bein breche oder ein Bein ab ist oder ich einen Angehörigen verliere, das hat keinen Sinn. Und ich versuche es zu vermeiden, denn es führt ja nicht dazu, dass ich glücklich bin, sondern es führt dazu, dass ich unglücklich bin. Vielleicht kann ich noch aus kleinen Fehlern lernen und sagen, ja, das kann ich beim nächsten Mal besser machen. Und darin sehe ich dann gewissermaßen doch einen kleinen Sinn. Aber gerade bei so großen Verlusten, tragischen Verlusten oder Krankheiten oder, da verbleibt einfach die Sinnlosigkeit. Und schlussendlich die Hoffnungslosigkeit des Todes. Keiner kann dem Tod entrinnen, alle müssen wir einmal sterben, egal ob gut oder böse der Mensch war, was auch immer dann gut oder böse ist. Und es gibt auch keine Hoffnung, dass etwas Besseres danach käme. Das sind die Probleme, die sich daraus ergeben. Ich möchte jetzt nochmal einen anderen Aspekt, nämlich den des Rechts, beleuchten und nochmal auf den Herrn Nietzsche zurückkommen. Friedrich Nietzsche hat auch erkannt, dass aus dieser Konsequenz der Sinnlosigkeit einfach ein Problem und ein Dilemma für die Menschheit erwächst, weil der Mensch das eigentlich nicht haben möchte, wie ich gerade gesagt habe. Er möchte Sinn haben. Und er hat auch selbst einen Ansatz, einen Lösungsansatz formuliert, wie denn die Überwindung dieser Sinnlosigkeit aussehen kann. Und dann sind so Begrifflichkeiten gefallen bei ihm mit Umwertung aller Werte und der Übermensch. Und der Übermensch, darunter versteht er jemanden, der nach Macht strebt und am Ende über alle herrscht und dadurch praktisch dann selber Werte schafft. Schlussendlich ist es eine Unterdrückung von anderen. Und er war ein Fan von Personen wie Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, also Kriegsherren, die halt am Ende andere unterdrückt haben. Und ein Zitat, das ich auch online gefunden habe über ihn und seine Philosophie, möchte ich euch nochmal vorlesen. Und zwar heißt es, schließlich spricht er, also Nietzsche in Ecce Homo, von der Partei des Lebens, welche die Höherzüchtung des Menschen und die Vernichtung alles Entartenden und Parasitischen in die Hand nimmt. Und spätestens bei diesen Begrifflichkeiten landet man beim Nationalsozialismus. Und in diesem Zusammenhang passt auch das bemerkenswerte Zitat, das ich von Ravi Zacharias übernehme und das aber ursprünglich von Viktor Frankl stammt.
Viktor Frankl war ein österreichischer Psychologe, der das KZ Auschwitz überlebt hat, anders als seine Mutter, sein Vater, seine Frau und sein Bruder. Und er formuliert, dass er fest davon überzeugt sei, dass die Gaskammern von Auschwitz nicht in einem Nazi-Ministerium in Berlin ausgeheckt worden waren, sondern sich auf ein nihilistisches Menschenbild zurückführen lassen, das in den Hörsälen von nihilistischen Professoren gepredigt und an den Schreibtischen von nihilistischen Autoren ausgeführt wurde. Aus die Sinnfrage als Movens philosophischer Reflexion stammt das. Ja, da wo kein absolutes Recht und kein Unrecht mehr existieren, fehlt dem Mensch der Bezug und es kann am Ende des Tages auch so etwas Extremes wie der Nationalsozialismus damit herauskommen. So ist Nietzsche einer der gedanklichen Wegbereiter dieser Epoche geworden. Übrigens Martin Heidegger, der andere Zeitgenosse, war nebenbei Gründungsmitglied des Ausschusses für Rechtsphilosophie im NS-Staat. So viel dazu. Ja, jetzt habe ich lange, Und ich muss sagen, wenn die Lösung des Problems der Sinnlosigkeit darin besteht, dass manche Menschen aufstehen und den anderen kleinen Bürger, der genauso mit seiner Sinnlosigkeit zu kämpfen hat, unterdrücken, ja, dann hätte ich gern mein Problem zurück. Wenn das die Lösung ist, dann hätte ich gern mein Problem zurück. Und es führt mich dazu, zu der Fortsetzung aus Römer 1, ab Vers 21 lesen wir, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid und das geht sogar noch weiter. Das heißt, da wo wir als Menschen Gott bewusst ablehnen, ihn ausklammern, uns überhaupt nicht damit auseinandersetzen wollen, da beschreiten wir einen gefährlichen Weg. Und wir lesen an anderer Stelle, dass Gott langsam zum Zorn ist und voll von Gnade, aber es kann dann sein, dass am Ende irgendwann uns das Ganze wieder einholt. Und ich finde das sehr bemerkenswert und aktuell, wenn man sich auch das aktuelle politische Geschehen und den Werteverfall anschaut. So, jetzt habe ich lange über diese ganze negative Seite des Nihilismus und dieser Weltanschauung geredet. Was hat denn das Christentum eigentlich dagegen zu bieten? Meiner Meinung nach eine ganze Menge. Leider fehlt mir die Zeit, das im Detail alles auszuführen, sondern ich werde das praktisch so statementmäßig machen. Und zwar ein Statement praktisch, was uns das Christentum bietet, der christliche Glaube, und dann belegt jeweils mit einer Bibelstelle. Zunächst einmal erfahren wir, dass Gott uns geschaffen und gewollt hat, auch wenn natürlich unsere biologischen Eltern, sag mal, für die Biologie verantwortlich sind. Wir lesen in Psalm 139, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Wir erfahren Identität in der Vergangenheit, dass wir gewollt sind, dass wir angenommen sind, dass Gott uns wunderbar geschaffen hat. Der zweite Aspekt ist, dass wir Kinder Gottes sind und dass Gott einen wunderbaren Plan für unser Leben hat. In Johannes heißt es in 1, Vers 12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und das schließt ein, auch Sündenvergebung. Ich habe es nicht extra explizit aufgeführt, aber das schließt so viel mehr ein, als nur ein Kind diese Identität zu haben, sondern es schließt Heilung, Befreiung, Wiederherstellung, all das schließt es mit ein. Das geht noch viel tiefer, als nur dazugehörig zu sein. Und in Epheser 2, Vers 10 lesen wir, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Also von langer Hand hat Gott einen Plan für unser Leben gehabt, etwas Gutes, wo er sagt, ich möchte, dass du darin lebst, du wirst darin gesegnet sein. Das heißt, wir sind nicht allein, sondern Gott stiftet Sinn und Zweck in unserem Leben. Dann, ganz besonderer Aspekt, der Glaube an Gott und seinen ewigen Plan erfüllt uns mit Sinn und Hoffnung, sogar im Angesicht von Leid. Auch ein bekannter Vers, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Deshalb selbst, wir können als Christen selbstverständlich nicht jegliches Leid erklären. Manches lernen wir hinterher
und sehen das in der Retrospektive und sagen, ja, wow, da kam das am Ende bei raus. Aber es kann sein, dass einige Schicksalsschläge wir wirklich auch erst in der Ewigkeit verstehen werden. Aber dieser Vers gibt uns eine komplett andere Perspektive auf unser Leben. Und ich möchte ein persönliches Beispiel erzählen, das ich sogar schon mal erzählt habe, Anfang des Jahres. Und zwar habe ich damals auch erzählt, dass wir wirklich Probleme in unserem Haus mit einem älteren Ehepaar hatten. Und das war so schlimm, diese Situation, die waren mit allen fast zerstritten im Haus. Und wenn wir rausgegangen sind, man wurde beschimpft, hat böse Blicke geerntet. Und das war einfach ein Zustand des Unfriedens und der Disharmonie, der einfach wirklich sehr, sehr unschön war. Das führte bis dahin, dass man mal geguckt hat, sind die draußen, kann ich mich gerade rausbewegen? Das ging über anderthalb Jahre und am Anfang war es natürlich einfach nur unschön und dann haben wir irgendwann angefangen zu beten. Was bleibt am anderen übrig, wenn man alles andere schon irgendwie so probiert hat, in Frieden zu leben, aber es war nicht möglich. Also die Geschichte ist eigentlich lang. Wir haben immer wieder solche Situationen gehabt, aber es war eine schwierige Situation. Und wir haben angefangen zu beten und für diese Situation, dass Gott Frieden schafft in dem Haus. Und wir haben dann auch angefangen, sie zu segnen und so weiter und so fort. Und lange ist nichts passiert. Aber es stimmt nicht, es ist nicht nichts passiert, sondern Gott hat unser Herz verändert. Wir haben irgendwann angefangen, Mitgefühl zu entwickeln. Wir haben förmlich mitgelitten mit ihrer Bitterkeit und haben gesagt, Gott, wie schade, dass sie so bitter sind, denn sie berauben sich doch selbst der Freude, die sie haben könnten. Und wir haben angefangen, sie zu segnen. Und wir haben Liebe empfunden für sie. Da war kein Hass, da war keine Bitterkeit, da war einfach nur Liebe und Mitgefühl. Und nach anderthalb Jahren hatte meine Frau dann die Idee, Mensch, ich möchte ihnen was schenken, ich möchte ihnen was Gutes tun. Ich glaube, das war Nikolaus letztes Jahr und hat ein kleines Geschenk gemacht, vor die Tür gestellt. Und die haben sich so sehr gefreut, dass wir nächsten Tag auch ein kleines Geschenk hatten. Und seitdem war der Bann gebrochen, sprichwörtlich, und es war Frieden da, es war ein Miteinander wieder möglich. Man hätte jetzt sagen können, naja, wäre viel schöner gewesen, die wären von gleich an nett gewesen. Ja, aber dann hätte Gott nicht die Möglichkeit gehabt, an meinem Herzen zu arbeiten. Ich bin gesegnet und verändert aus dieser Situation rausgegangen. Und das ist das, alle Dinge denen zum Besten. Und manchmal haben wir Situationen, die verstehen wir nicht, vielleicht auch bis ans Lebensende, aber wir haben eine andere Perspektive. Und die Geschichte ist auch noch weitergegangen dieses Jahr, seit letztem Mal. Und leider hat dieses Ehepaar einen Schicksalsschlag erlebt, dass die Frau mittlerweile pflegebedürftig ist. Aber dies oder auch vielleicht die anderen Sachen in Summe haben dazu geführt, dass sie ganz weich geworden sind. Die Mauer, die sie gebaut haben als Sichtschutz zu den Nachbarn, mit denen sie völlig zerstritten waren, haben sie abgebaut. Es war Hilfe auf einmal wieder da, gegenseitige Hilfe. Wir konnten den Mann abends zum Abendessen einladen und mit ihm Gemeinschaft haben. Undenkbar vor anderthalb Jahren. Undenkbar vor einem Jahr. Und es ist Segen entstanden. Unser Gebet, Frieden in dem Haus ist da. Es ist Frieden da. Ist für mich einfach ein unfassbarer Beweis, ein unfassbares Erlebnis, was da rausgekommen ist. Ja, und der vierte Aspekt, also wir haben Hoffnung sogar im Angesicht von Leid. Und der vierte Aspekt, das irdische Leben ist nicht alles, sondern erst der Anfang. In Offenbarung heißt es, und ich hörte eine laute Stimme von Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist die Hoffnung eines Christen, einmal bei Gott zu sein in seiner Herrlichkeit. Wo kein Leid, kein Schmerz, keine Trauer mehr ist. Wo Verständnis da ist, auch in der Retrospektive der Sachen, die wir vielleicht nicht verstehen. Das ist Hoffnung. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen, was bietet uns der christliche Glaube? Wir wissen, wo wir herkommen. Wir erfahren Identität in der Vergangenheit. Wir wissen, wer wir sind und dass Gott einen guten Plan hat. Wir erfahren Sinn und Identität und Hoffnung in der Gegenwart. Wir glauben an Sinn sogar im Leid, was uns Hoffnung in der Gegenwart gibt. Und wir wissen, wohin wir gehen, was uns Hoffnung auf die Zukunft gibt. Gott hat einen Plan von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft. Und es beantwortet die Probleme, die eigentlich die nihilistische Weltanschauung nicht lösen kann. Ja, damit komme ich zum dritten Ansatz. Und wem das jetzt alles immer noch zu theoretisch war und dachte, uiuiuiui, wie soll ich mir das nur alles merken, diese ganzen Sachen, dem sei gesagt, dass ich persönlich glaube, dass dieser dritte Ansatz der wichtigste ist. Warum glaube ich? Ich glaube, weil ich Gott erlebt habe in meinem Leben. Ich habe euch gerade die Geschichte erzählt,
was sich bei uns im Haus zugetragen hat, was ein Erlebnis ist, wo ich Gott erfahren habe. Und ich glaube, dass da, wo unsere Worte und unsere Taten, also unser Leben, im Einklang mit dem Wort Gottes sind, dass wir nicht das eine sagen, das andere leben, wir einen authentischen Lebensstil haben, was Gottes Wesen abermals reflektiert. Wir haben vorhin gesagt, die Schöpfung reflektiert Gottes Charakter und wir reflektieren Gottes Charakter auch da, wo wir verändert werden. Da, wo Menschen uns über einen Zeitraum begleiten und sehen, hey, vor einem Jahr warst du aber so nicht und die Hilfe, die du erlebt hast, dies und jenes, da reflektieren wir auch Gottes Wesen. Wie habe ich Gott erlebt? Ich habe ihn erlebt in Bewahrungen, in Führungen und Führungen und Fügungen, in Heilungen, in Antworten auf Fragen, in Veränderung meiner Persönlichkeit, in Frieden und Freude. Und wie gesagt, das eine Erlebnis habe ich ja auch schon erzählt. Ja, wenn ich jetzt zurückkomme auf die erste Frage, dass wir bereit sein sollen, oder auf den ersten Bibelvers, dass wir bereit sein sollen, wenn uns jemand nach unserer Hoffnung fragt, was soll ich denn antworten? Und mir hat in diesem Jahr das Seminar von The Four unglaublich weitergeholfen. The Four ist eine Gruppe, die selber gerne die gute Botschaft weitersagt und auch andere darin trainieren, wie sie das in ihrem Alltag auch praktisch tun können. Und da sind zwei Sätze gefallen und die waren für mich irgendwie naheliegend und trotzdem so weit, die waren für mich einfach genial und die möchte ich mit euch teilen. Wenn dich jemand fragt, was du erzählen sollst, dann erklär ihm das Evangelium. Hier, dahinter sieht man nochmal die vier Symbole. Daher kommt auch The Four. Gott liebt die Menschen. Das Geteilzeichen heißt, wir sind durch Sünde getrennt, aber Jesus starb für uns, damit wir durch seinen Tod Vergebung haben können und wieder in eine Beziehung zu Gott zurückkommen. Die Frage ist, nehmen wir das Geschenk an? Also wenn dich jemand fragt, was soll ich denn oder was glaubst du, erzähl ihm das Evangelium, wenn dich jemand fragt, warum, erzähl ihm deine Geschichte. Erzähl ihm dein Zeugnis. Wie hast du Gott erlebt? Was waren die Schritte, die dich dahin gebracht haben zu sagen, ja, auf das Fragezeichen, ich möchte mit dir leben, Jesus. Wie ging es dir vorher und was hat sich danach verändert in deinem Leben? Und ich möchte euch eine Hausaufgabe geben, wer das noch nie gemacht hat, schreibt das mal auf. Vielleicht so in Form einer halben Seite. Und dann präsentiert ihr das eurem Partner oder einem Freund oder einer Freundin und lasst euch mal Feedback geben. Ist das irgendwo so ein bisschen nachvollziehbar? Ist da eine Information zu viel oder ist da eine zu wenig? Und seid vorbereitet. Lest euch vielleicht auch nochmal das durch hier von The Four. Also es gibt Material. Und also wenn dich jemand fragt, was glaubst du, erzähl ihm das Evangelium. Ich habe es gerade, glaube ich, in 20 Sekunden erklärt. Und warum, erzähl ihm deine Geschichte. Damit bin ich auch fast am Ende der Zeit angekommen. Ich möchte noch ein Erlebnis aus meinem Leben euch teilen mitteilen zu Gottes Ehre, wo ich Gott erlebt habe. Und zwar ist das schon eine ganze Weile her, aber ich war irgendwann mal Zivildienstleistender. Und in dieser Zeit musste ich helfen, einen Baum zu fällen. Der war relativ hoch, keine Ahnung wie viele Meter. Jedenfalls musste am Anfang ein Ast gekappt werden. Und weil der Baum sonst eine Telefonleitung durchtrennt hätte. Ich habe mich dann gleich freiwillig gemeldet, für sowas war ich immer gern zu haben. Wir hatten eine dreiteilige Leiter, die musste komplett ausgezogen werden, um die Leiter an diesen Ast zu lehnen. Also ich vermute mal, das war so circa 7-8 Meter lang und ich war dann in 6-7 Meter Höhe ungefähr. Also so etwas höher als ein Haus. Und ich bin dann da hoch mit einer Säge. Die Leiter ragte so 10-15 Zentimeter über den Ast und es wackelte auch alles so ein bisschen gut. So, ne? Und ich habe dann da so vor mich hingesägt und ich dachte nur, oh Gott, also wenn ich hier runterfalle. Das war kein Gebet, das war nur ein Gedanke. Und als der Ast durchgesägt war, hat der Rest des Astes, an dem die Leiter lehnte, so sehr an Gewicht verloren, dass er nach oben geschnellt ist. Und ich bin mit der Leiter halt unter durchgesegelt. Und ich kann mich erinnern, wie ich im Fallen trudelte. Und kurz bevor ich unten auf der Erde aufgeschlagen bin, spürte ich einen Schmerz an beiden Unterarmen und irgendwas hat mich abgebremst und ich bin auf meinen Füßen gelandet und habe mir nichts getan. Mir taten nicht mal die Füße weh. Und die Leute, die umherstanden, die haben dann noch bezeugen gesagt, ja. Und wir haben gesehen, wie die Säge noch einen Moment in der Luft stand und dann zur Seite weggeschleudert wurde. Ich weiß nicht, durch was für einen Impuls, aber ich habe natürlich meine Interpretation der Dinge. Und schlussendlich ist die Leiter auf ein Auto gefallen, aber das Auto hatte keinen Kratzer.
Und es war für mich ein unglaublicher, oder nicht unglaublich, ein unfassbarer Beweis von Gottes Liebe, mich zu bewahren, einen Engel zu schicken, so wie ich glaube, und auch noch etwas zu spüren. Ich hätte auch nichts spüren können und dann gedacht, okay, war wohl doch vielleicht nicht so hoch. Aber nein, ich habe das Abbremsen gespürt. Da war etwas, was mich gebremst hat. Und das sind für mich das ist wie eine Schatztruhe, wo wirklich tiefe Erlebnisse, die uns tief geprägt haben in unserer Seele, in unserem Sein, wo wir sagen, das kannst du mir nicht ausreden. Ich weiß, was ich erlebt habe. Das ist nicht physikalisch erklärbar. Und diese Perlen, die kann man nehmen, da wo halt Menschen auch offen sind, was sagen, ich habe Gott erlebt. Ich habe ihn gefunden im Universum. Ich kann bezeugen, er lebt. Ich habe ihn vielleicht nicht gesehen, aber ich sehe die Auswirkungen in meinem Leben. Ich sehe das und das, was sich verändert hat. Und wenn Menschen uns begleiten, wie ich schon gesagt habe, dann glaube ich, ist das der beste Beweis. So komme ich zum Schluss und zur Zusammenfassung. Hoppala. Ich glaube und folge Jesus nach, weil ich glaube, dass Gott die plausibelste Erklärung für die Schöpfung der Welt ist. Ich glaube, weil das Evangelium mir Sinn, Identität, Hoffnung und Frieden gibt, die mir eine nihilistische Weltanschauung nicht geben kann. Und selbst wenn ich nicht recht hätte mit all dem, was ich hier euch heute erzählte, möchte ich trotzdem nicht tauschen, denn ich erlebe Sinn, Frieden, Hoffnung und Identität. Ich möchte das doch nicht eintauschen. Und schlussendlich glaube ich, weil ich Gott erlebt habe. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen davon, auch die auf dem YouTube-Kanal. Und vielleicht geht es dir aber auch so, dass du sagst, ja, das spricht mich irgendwie an, aber wie komme ich denn eigentlich dahin, selber auch dieser Dinge teilhaftig zu werden? Und ich möchte einfach, dass dir die Gelegenheit geben, ein einfaches Gebet zu sprechen, wenn du das möchtest, und Jesus in dein Leben einzuladen und auch diese Reise mit ihm zu beginnen. Und ihr lest das an der Leinwand und ich spreche das laut vor, ihr könnt das einfach mitbeten, wenn ihr möchtet. Herr Jesus Christus, ich erkenne, dass es falsch war, dir nicht zu folgen, sondern meinen eigenen Wegen zu gehen. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich, für meine Sünden bezahlt hast und mir ein neues Leben geben möchtest. Ich kehre heute von meinen eigenen Wegen um und bitte dich von ganzem Herzen um die Vergebung meiner Sünden. Von heute an folge ich dir als meinem Herrn und Retter. Hilf mir, dir treu nachzufolgen. Amen. Und wenn du das von Herzen gebetet hast, dann darf ich dir gratulieren, denn du bist jetzt auch ein Kind Gottes geworden. Und damit übergebe ich und danke für die Aufmerksamkeit. Einladen, gemeinsam mit mir aufzustehen und auch mit diesem Lied I've heard a thousand stories of what they think you like. Ich habe tausend Geschichten davon gehört, was Menschen darüber denken, wer du bist, wie du bist. Bei diesem Lied erfahren wir eins, Gott offenbart sich uns auch immer wieder und immer wieder neu als liebender Vater. Wenn du da auch deine Herausforderung hast, dann will ich dich heute einladen, dich darauf einzulassen, in diese Arme des liebenden Vaters hineinzukommen. I've heard a thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night. You tell me that you're pleased and that I'm never alone. I've heard a thousand stories of what they think you're like, but I've heard
the tender whisper of love. In the dead of night, you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, you are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, love, love so undeniable. I can hardly think as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, 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 love. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Gott, du bist ein guter Vater. Und ich danke dir für diese wundervolle Predigt, die wir gehört haben, für diese fantastischen Argumente, die du uns gegeben hast, Per. Und ich möchte dich fragen, was hat dich in deinem Herzen berührt? Prüfe die Argumente in deinem Herzen. Kann es sein, dass es diesen Gott wirklich gibt, der ein guter Vater für dich sein möchte, der eine Beziehung zu dir aufbauen möchte? Was fühlst du in deinem Herzen? Es
wird jetzt im Anschluss an den Gottesdienst noch Gebet angeboten hier vorne. Wenn du jemanden brauchst, der nochmal mit dir spricht, der dich segnet, darfst du gerne nach vorne kommen. Die Heidrun und ich, wir werden hier vorne bereitstehen. Und wie geht's dann weiter? Wir wollen nicht, dass du alleine bleibst. Es gibt am Infopoint ein Kontaktformular. Es gibt eine Broschüre mit Kleingruppen, die wir anbieten. Es ist momentan schwierig, sich zu treffen, aber es gibt Möglichkeiten, miteinander zu sprechen. Und wir wollen, dass ihr diese Möglichkeiten wahrnehmt, dass ihr euch austauscht über Erfahrungen. Wie hat Gott in meinem Leben gewirkt, um euch zu stärken gegenseitig, um ja, jederzeit bereit zu sein, Rede und Antwort stehen zu können. Außerdem findet heute wieder Next Step statt, der Teil 3, Entwickle dein Potenzial. Gott hat so viel in dich hineingelegt. Es ist so viel in dir da, dass das rauskommen soll, dass ihm Ehre geben soll. Und da werdet ihr heute ja, ein Stück lernen, wie könnt ihr diese Gaben einsetzen. Die Anmeldung erfolgt über die Website und es wird online stattfinden. Ihr könnt auch noch am Infopoint Infos dazu holen und auch das entsprechende Heft für Next Steps. Und alle Informationen findet ihr natürlich auch auf unserer Website. Dort habt ihr auch ein Kontaktformular. Dort seht ihr auch die kleinen Gruppen, die wir anbieten. Außerdem möchte ich euch zum Schluss jetzt noch auf die weißen Körbe hinweisen, die hier überall stehen. Ja, es gibt so viele Bezeichnungen. Kollekte, Liebesgabe. Ich bevorzuge, es ist eine Investition. Es ist eine Investition in das Reich Gottes. Alles, was wir hier sehen, soll dem Reich Gottes dienen. Und da hinein wollen wir unsere Gaben geben. Da hinein wollen wir investieren. Da hinein sollen unsere Finanzen fließen, um weiter Menschen zu erreichen. Das Ganze funktioniert auch über PayPal, online und eben hier habt ihr es eingeblendet. Und jetzt möchte ich den Daniel noch bitten, den Segen für uns zu sprechen. Der Friede Gottes, der größer ist als alles menschliche Begreifen und Verstehen. Er bewahre unsere Herzen und unsere Gedanken in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Es war meine Freude, mit euch zusammen Gott anzubeten und diesen Gottesdienst zu erleben. Bis zum nächsten Mal.